Gesicht im Sasani, das ist ein Sakrallied, was zu Gründonnerstag gesungen wird, also ein Tag vor Karfreitag. Und es singt quasi der Jesus, der Angst hat vor dem Verrat von Judah. Die armenische Sakralmusik ist für mich sehr wichtig und ich finde es schade, dass das noch weitestgehend unbekannt ist. Und was noch wichtiger ist, das ist der Bezug zum Gott, weil ich eigentlich sonst nicht so mit Religion zu tun habe. Aber ich merke, dass wenn ich mich mit dieser Musik beschäftige und sie spiele, dass ich dann diesen Bezug zum Gott dadurch finde. Aysort Zayn Haydakan, das ist ein Weihnachtslied aus Armenien. Und im Zuge meiner Beschäftigung mit vielen Liedern habe ich das auch auf dem Klavier gespielt, ausprobiert. Und es war notiert in E-Dur. Aber bei diesem Sakrallied und vielleicht wegen Tonart, aber vor allem wegen Stimmung, das Weihnachtslied ist und frohe Botschaft übergibt, habe ich direkt an diesen fröhlichen Eingang, das Präludio der dritten Partita von Bach gedacht und das hintereinander gespielt. Und dann kam mir plötzlich die Idee, diese Melodie von dem Aysort Zayn Haydakan einfach aus Neugier mal zu kombinieren mit dem Präludio.